die Chance haben, an den Playoffs teilnehmen zu dürfen. Das bedeutet für uns alle. Richtig. Also grün, wedeln in grün und gelb. Von links nach rechts. Jürgen Rich, ja, da hätte er gerne das Foul gehabt, aber Owusu mit dem Offensiv-Rebound und Will Dalai mit den ersten Punkten der Partie für Wedel von außen. Ja, die Dreierquote, wir sind gespannt, wie das heute wird. Und meine Herren, Damian Cortez. Gut gespielt von Nino Selević auf Aurimas Adomaitis. Adomaitis, ja, das hat gerade schon gut funktioniert und deswegen machen Selević und Adomaitis nochmal zum 25 zu 30. 10. Jetzt wird es auch langsam mal Zeit. Die haben das als Mannschaft gut freigespielt. Das haben sie wirklich bis zum Schluss ausgespielt. Und dann in der Ecke Damian Cortez gefunden. Wedel wieder mit der Möglichkeit, jetzt hier für den Ausgleich zu sorgen. Adomaitis bekommt den Pass von Mario Blessing. Und das hat jetzt zum dritten Mal so funktioniert. Ausgleich. Wedel. Wieder Damian Cortez mit dem Block. Mit der Wedler Brille auf jeden Fall. Und das war Nino Selević, das war sehr, sehr schwierig, unterm Korb durchgetaucht zum 39 zu 37. Also, Halbzeitstand 39, 37 für Wedel. Wedel ist hier drin im Geschäft, macht seine Hausaufgaben und wir machen eine Pause und sind rechtzeitig zurück. Dalai weit draußen von außen. Ja, und irgendwie kommt Wedel anders als sonst sehr gut aus der Halbzeitpause. Lessing stoppt ab und guter Pass auf Damian Cortez. Das war eine gute Aktion, statt selber zu werfen. Passt er ihn auf Cortez. Und dem Bochumer Angriffsspiel fällt selbst auch nicht mehr allzu viel ein. Hier wird viel geworfen und jetzt gibt es das Tee. Gegen Coach Banobre. Und es ist nicht so richtig klar, wofür, was er da gemacht haben soll. Und wir sehen einen Assistenten, Stefan Altemöller, der ihn da deutlich einfangen muss. Giese da mit guter Verteidigung gegen Gebhardt. Rich, jetzt kann es schnell gehen. Und Jens Hirschberg mit dem Abstauber. Rich. Giese. Owusu. Ja, wo ist denn der Mitspieler? Noch 4 Sekunden. Jürgen Rich. Ja, genau das. Damian Cortez. Das hatte Mario Blessing ihm zugeflüstert. Eine Sekunde war da noch Zeit und das war genau gereicht. Kein Foul, sagt Felix Banobre. Hirschberg auch mit dem zweiten erfolgreich. 3 Punkte Vorsprung, 1,5 Sekunden. Ja, so wird es nichts. Der SC Rist Wedel gewinnt dieses Heimspiel. Wahnsinnig wichtig gegen die Sparkassen-Stars Bochum 72, 79, 82, 79.